Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück im Hosenlab, wo wir weiter forschen, damit die Hosenkorb weiter awesome sein kann. Ja, ich habe hier mein Feld ja schön erweitert gehabt, habe jetzt einen wunderschönen Rahmen drumherum gezogen. Das ist schon mal ganz schnieke. Und heute wollen wir uns zuerst einmal mit Dingen beschäftigen. Wenn wir über diese Treasure Chest, die wir im letzten Part bekommen haben, da steht: A chest found on the ground of Ocean Biomes. Maybe you'll get something awesome when you right-click it. Wollen wir mal testen, ob da was Awesomes passiert oder nicht. Wir werden die jetzt einfach mal hier in die Mitte stellen. Ein bisschen weiter weg, falls sie explodiert. Man weiß es ja nicht. Hier ist alles möglich. Wir öffnen sie. Okay. Wir haben Fisch bekommen. Was haben wir noch bekommen? Diesen Jam? Ja. Und wir haben noch irgendwas bekommen gehabt. Was ich jetzt allerdings nicht mehr sehe. Auch gut. Wir beschäftigen uns heute mit, wir sehen schon, dem Cheaterweg. Eine uralte und beinahe vergessene Technologie hat sich im Hauptquartier größter Beliebtheit erfreut. Teil davon sind auch diese unheimlich großen Kisten. Können Sie sicherlich gut gebrauchen. Ja, die Alchemical Chest. Wie machen wir die? Wir brauchen dafür Low Covalent Dust, Medium Covalent Dust und High Covalent Dust. Sollten wir hinbekommen. Was brauchen wir denn dafür? Hierfür brauchen wir ein Charcoal und etwas Cobblestone. Ja, Charcoal müssten wir uns einmal kurz herstellen. Ist ansonsten aber kein Problem. So. Für den nächsten brauchen wir dann ein Eisen und ein Redstone. Sollte auch, upala. Na, was ist hier mit los mit der Maus? Soll auch kein Ding sein. Ein Eisen. Und für den letzten brauchen wir einmal Kohle und ein Diamant. Haben wir auch. Ein Diamant. Haben wir noch einen Diamant für die Chest an sich? Nehmen wir auch schon mal mit. Haben wir das und einmal Kohle. Die sollte hier drin sein eigentlich. Aber wohin nicht mein. Da ist im Inventar. Okay. Gut. Dann einmal hopp. Jetzt ich hiervon. Einmal hopp. Jetzt ich davon. Und einmal bitte hopp. Davon will ich nur 40. Davon will ich nicht. So, was brauchen wir jetzt noch hierfür? Eine normale Kiste. Zack, zack. Normalus Chestus. Und zwei Eisen brauche ich noch. Die hätte ich gar nicht gesehen gehabt. Aber auch die kriegen wir. Zweimal Eisen. Popeisen. Herstellen. Die Alchemical Chest. Storage Upgrade. Wuhu. Die können wir einfach mal. Aber wir machen das jetzt mal. Ah, wir stellen sich hier hin. Da haben wir viel Platz drin. Unsere künftigen Sachen. Können wir ein bisschen aussortieren hier. Crafting Station. Wieso habe ich eine Crafting Station im Inventar? Wo kommt die? Man weiß es nicht mehr, munkelt noch. Ich baue sie einfach mal hier jetzt ein. Da hat wohl was geleckt, okay. Und zwar die Belohnung dafür. Immer ein bisschen was. Eine grüne Riesentüte. Wenn Sie verstehen, was wir meinen. Knicke die Knack. Alchemical Back Green. Kann man machen. Aber eigentlich wollte ich diesen Philosopher Stone machen. Na, 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 na.
Philosopher's Stone. Da haben wir ein Diamant, 4 Glowstone und 4 Redstone. 4 Redstone, Diamant. Können wir uns den mal anschaffen. So. Wie kann man den denn jetzt... Wie entlade ich den denn jetzt? Gucken wir mal nach. Controls. Alle. Gameplay möchte ich nicht. Mechanism, Movement, Multiplayer, bla bla. Project E. Change Mode G. VC. Auch schon. Mal auf, was ist denn noch auf V? Wir haben doch hier auch dieses tolle Controls Conflicts. V. Empower Quell Item, keine Ahnung, was das ist. Da habe ich V. Ach, Shift V. Okay, aber da gab es ja noch eine weitere Funktion. Habe ich so, Simplex, Project E auf C. Müssen wir C noch mal kurz freilegen. Ah, Controls, Konflikt, C. Zack, zack. Controls, Conflicts. Crafting Grid. Eigentlich möchte ich das Crafting Grid ja da haben. Ja, haben wir es doch. Muss ich mal dran gewöhnen. Was kann ich damit jetzt Schönes machen? Ich kann mir, wenn ich beispielsweise diese tolle Erde hier habe, lade ich mir mal mein... Ihr seht schon, dieser weiß. Und dann kann ich hier die Sachen verwandeln. Das ist cool. Wenn ich ihn jetzt auflade, kann ich das auch in einem etwas größeren Radius machen. Das ist cool. Kostet mich aber, wenn ich denn richtig informiert bin, Kohle. Beziehungsweise einen Brennstoff. Ich glaube, der hat jetzt hier den Glowstone genommen. Bin mir aber auch nicht so sicher. Ach, wir können erstmal hier kleben. Sehr gut. Und dann haben wir hier unten den Punkt Cheating Galore. Da können wir uns jetzt die Diving Rod High machen. Dafür nehmen wir erstmal wieder hier den Dust raus. Nehmen wir mal eine Rod. Da haben wir sie auch schon. Stick sollten wir im Inventar haben. Er ist klassisch. Ah. Möchte er nicht machen, okay. Ziehen wir es halt normal drumherum. Und höchstwahrscheinlich wird der dann so hergestellt. Dann können wir auch diese Quest hier abgeben. Was macht diese Rod? Wir können dieser Rod, der Rod können wir gucken, was
unter uns, der höchste EMC-Wert ist hier zum Beispiel, haben wir Kohle auf jeden Fall. Also haben wir den EMC-Wert unter uns von Kohle. Wir können hier drüben gucken. Wenn wir hier jetzt runtergraben würden, können wir quasi durch Wände erahnen, was da für Sachen sind. So können wir, wenn ich im Untergrund bin, Diamanten erahnen und hast du nicht gesehen und schieß mich tot. Nette Sache. Möchte ich aber nicht darauf hin. Dann haben wir hier Anti-Mob-Fackeln. Aha. Glaube, ich habe hier eine weitere Broken Quest gefunden. Nochmal ein Screenshot von. Ja. Gehen wir zum EMC-Sammeln. Der Energy Collector MK1. Der Grundgedanke hinter Alchemie ist eigentlich ein nobler. Aber der interessiert uns nicht. Bauen Sie einen Energiekollektor, der sammelt tagsüber EMC, einfach so, aus der Luft. Nachts kann man Glowstone draufstopfen und tada! Eine Menge EMC. Füller. Awesome. Wir möchten einen Energy Collector MK1 machen. MK1. Komm, hopp. Energy Collector MK1. Oh, Diamantblock. Den habe ich jetzt natürlich, glaube ich, nicht, ne? Gucken wir mal. Habe ich einen Diamant? Habe ich 9 Diamanten? 8 Diamanten. Oh. Dann kann ich das jetzt so nicht machen, ne? Doof, 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 doof. Hätte ich gerne gemacht. Hätte ich da gerne gemacht. Ja, dann können wir unser Inventar erstmal wieder hier ein bisschen bereinigen. Dann kommt das mal hier rein. Das kommt alles hier rein. Der Spaß kommt hier auch mit rein. So, was haben wir hier? Holz brauche ich jetzt auch nicht mehr. Zack, weg damit. Tack, tack. Alles raus, alles raus. Ja. Kommt mit rüber. Fackeln sind immer am Mann. Kann ich den Spaß hier wieder reintun und den Spaß mal reinlegen? Kommt das mit rüber? Das, das. Das ist auch Grünzeug. Das kann auch weg. Kommt das hier rein? Das hier rein? Die kommen hier rein. Fische braucht auch keine Sau. Grünzeug. Stärkung. Dann sieht es zumindest schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Den Spaß mal da oben reintun, das brauchen wir jetzt nicht. Hier drüben ein bisschen schön gewachsen. Ja, war schon Level 50. Sollten wir vielleicht mal bald. Ach, es geht alles so schnell, es geht alles so schnell, es geht alles so schnell. Wir gehen mal kurz im Untergrund ein bisschen gucken. Aber dafür werde ich mir jetzt eine Diamantenhacke machen. Wobei, mache ich mir Diamantenhacke oder mache ich das? Dann mache ich mir einen Blockbreaker. Eigentlich können wir auch den hier. Wobei, ich weiß nicht, ob der Obsidian abfarmt. Ich möchte in Nether. Zeitig. Probieren es, glaube ich, einfach mal aus. Dafür nehmen wir uns die hier. Können wir schmelzen mit einer Kohle, die ich hier habe. Glaube, es geht so. Bin mir nicht so sicher. Ich habe mit Actual Editions noch nie was gemacht. Ich habe bisher nur bei Hose gesehen, dass es so funktionieren soll. Nein, hier brauche ich eine Dia-Spitzhacke. Hier brauche ich noch eine Eisenspitzhacke. Deswegen bin ich da jetzt nicht so echt im Bilde, ob das funktionieren wird. Wir testen es einfach mal. Wir testen es mal aus. So, zack, zack, zack. Dann einmal zwei Sticks, die ich nicht mehr habe, aber ich habe Woodplanks hier. Die kann ich ja zu Sticks machen. Dann hole ich mir drei Eisen. 1, 2, 3. Brauche ich noch dafür? Cobblestone. Oh, das sollte kein Ding sein. Cobblestone habe ich hier.
Dann bitte einmal eine hiervon. Und dann bitte einmal den hier. Auch Cobblestone. Ne? Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Will er wahrscheinlich nicht machen, dann mache ich es halt per Hand. Rums. Probieren wir es mal aus. Wir nehmen uns. Hier brauchen wir noch einen Hebel, haben wir aber auch alles für da. Zack, zack. Brauche ich nochmal einen Wassereimer. Wir können das auch kurz hier ausprobieren. Wenn ich hier Wasser hin tue. Wenn wir da mal kurz ein bisschen Lava holen, können wir ja kurz Obsidian machen. Bevor ich jetzt runterrenne, das funktioniert eigentlich gar nicht. Dann können wir hier jetzt mal. Den Breaker jetzt so hier hinsetzen. Es hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Super gut. Super gut. Gehen wir mal kurz runter. Holen uns ein bisschen Obsidian. Ah, ich habe so eine schöne Leiter gebaut. Ich hier nicht mal sterben müssen. Essen wir mal kurz was. Ist ja super, dass das funktioniert. Dann können wir ja Obsidian abbauen, ohne dass wir Diamanten vergeuden müssen. Das freut mich. Hier unten in meiner Haus- und Hofmine. Also auf zwei Etagen. Da muss ich gleich aufpassen, dass ich hier jetzt gleich nicht. Jetzt gleich nicht einen Fehler mache. Dahin, du dahin. Ne, ich setze mich mal hier hin. Komm mir ein bisschen sicherer rüber. Ich habe keinen Bock, dass ich hier jetzt auf meinen letzten Metern noch irgendwie umkomme oder so. Es geht butterweich, geht das. Weiß nicht, was er da jetzt abgebaut haben wollte, aber irgendwas hat er abgebaut. Ja. Geht butterweich, geht das hier alles. Ja, von hier. Viel brauchen wir denn? Wir brauchen drei. Also schon zwei. Wie machen wir mal ein bisschen hier? Einfach mal alles hier abbauen. So wichtig wird das nicht sein. Hier drüben mal ein bisschen Platz machen. Ja, vernünftig arbeiten kann. Ja, der war jetzt falsch. Oh ja, noch mehr Lava. Juhu. Und vielleicht auch ein Diamant. Ein Diamant. Gut, wir machen hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich denke, ich werde das jetzt hier offscreen weitermachen und im nächsten Part
Werden wir uns da mal ein schönes Örtchen für die Hölle suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.